Ja, guten Tag. Mein Name ist Michael Hölscher. Ich habe hier bei der Firma Porsche von 1982 bis 2016 gearbeitet, vornehmlich in der Entwicklung in Weissach. Und ich hatte das riesengroße Glück, dieses tolle Fahrzeug hier als Projektleiter begleiten zu dürfen. Und heute sind wir hier in Zuffenhausen vor dem Museum und wollen uns auf die Spuren dieses Fahrzeugs begeben und die Stationen besuchen, die dieses Fahrzeug damals durchlaufen hat. Ja, hier befinden wir uns vor dem ehrwürdigen Backsteingebäude. Das ist der sogenannte Reuterbau. Hier hat nämlich ganz früher die Firma Reuter unsere Karosserien für den 356 gebaut und später wurden hier die Karosserien für den 911 gebaut. Und als dann der 911 in dem neuen Karosseriebau auf der anderen Straßenseite gebaut wurde, war dieses Gebäude frei und wir konnten hier der Firma Mercedes anbieten, die Karosserien für den 500e zu bauen. Und sämtliche Karosserien für den 500e sind in diesem Gebäude entstanden. Ja, wir haben ja insgesamt ungefähr 10.500 Fahrzeuge vom 500e gebaut. Am Anfang war die Produktion auf 10 Fahrzeuge am Tag ausgelegt, aber aufgrund der hohen Nachfrage mussten wir dann relativ schnell auf 20 Fahrzeuge pro Tag erhöhen, was wir dann fast bis zum Schluss auch durchgehalten haben. Wir haben ja die Entwicklung gemacht, das heißt, wir haben auf Basis von dem W124 sämtliche Arbeiten in Weissach durchgeführt, die geändert werden mussten, damit der Motor in dieses Fahrzeug reinpasst, Fahrwerk reinpasst und so weiter. Das ist also einmal als Entwicklungsarbeit komplett von uns eingekauft worden. Dann natürlich auch die komplette Produktionsplanung. Es musste ja sowohl der Rohbau neu geplant werden, als auch dann die Produktionsplanung für die Montage. Es ist schon eine tolle Sache, wenn man an solchen Fahrzeugen überhaupt mitarbeiten kann. Aber für mich war das das erste Mal, dass ein Projekt unter meiner Leitung in die Serie gegangen ist. Und das war schon hochemotional. Die Erinnerungen kommen sofort wieder hoch, was damals war. Ist ja 30 Jahre her. Das ist alles quasi verdrängt gewesen und es ist alles wieder da. Man sieht also die Karosserie quasi vorm geistigen Auge wieder durch die Produktion gehen und man sieht die Fahrzeuge vom Band rollen, das ist einfach toll. Wir sind jetzt hier angekommen im Entwicklungszentrum in Weissach. Hier sind also sämtliche Entwicklungsarbeiten an dem 500e gemacht worden. Also hinter uns sehen wir hier den sogenannten Sechskant. Da sind die ganzen Konstruktionsarbeiten gelaufen. Und auf der anderen Seite sind die Werkhallen, wo die Prototypen aufgebaut worden sind, für die der Michael Mönig zuständig war. Ja, ich heiße Michael Mönig, bin seit etwas über 35 Jahren bei Porsche. War in den Jahren zuständig zunächst für Rohkarosserieentwicklung und dann später für den Prototypenbau ins Fahrzeugmanagement. Es war damals schon so, dass ein großer Teil der technischen Entscheidungen eben auf Basis von Erkenntnissen aus dem Prototypenbau und aus der Prototypenerprobung gewonnen wurden. Von daher war das damals viel stärker als heute wichtig für die Entwicklung des Fahrzeuges, solche Fahrzeuge auch früh zu bauen. Ja, also man muss sagen, dieses Projekt war ja eine ganz klare Win-Win-Situation. Auf der einen Seite wollte Mercedes gerne ein Fahrzeug haben im sportlichen Segment, was er gegen die Konkurrenz dann im Wettbewerb platzieren konnte. Auf der anderen Seite wissen wir ja, in der Zeit hatten wir eine sehr gravierende wirtschaftliche Krise, die uns als Porsche besonders schwer getroffen hat. Und da war es für uns wichtig, dass wir eine Auslastung in Zuffenhausen bekommen konnten, sodass wir unsere Monteure auch weiter beschäftigen konnten, aber auch eine Auslastung hier in Weissach, was uns auch einen Ergebnisbeitrag gebracht hat. Also wenn Sie so ein Projekt haben, ein Derivat, dann heißt das eigentlich, dass man in allen Bereichen des Fahrzeugs arbeiten muss. In diesem Falle war es aber so, dass Mercedes gesagt hat, das Styling und die Aerodynamik bleibt bei Mercedes und alles andere ist bei uns gemacht worden. Das heißt Karosserieentwicklung, Fahrwerksentwicklung, Abgasanlagenentwicklung, Motorperipherieentwicklung, Akustik und Schwingungen ist alles bei uns gemacht worden und ganz großer Umfang war auch die Elektrik. Wir haben eine völlig neue Elektrik hier mit einem CAN-Bus-System implementiert, was sowohl für uns als auch für Mercedes Neuland war zu der Zeit. Also zunächst mal muss natürlich die Karosserie geändert werden. Da weiß der Michael am besten, was da alles gemacht wurde.
gut, von außen sichtbar, Kotflügel vorne und hinten, dann die Stoßfängerverkleidungen vorne und hinten, vorne ein bisschen stärker als hinten. Im Bereich Motorraum gab es dann hier im Bereich der Stirnwand große Änderungen, damit der Motor überhaupt reinpasst. Der Tunnel musste aufgrund der Abgasanlage geändert werden. Die Abgasanlage selbst natürlich hinten so ähnlich wie das Basisfahrzeug, vorne komplett anders. Dann gab es im hinteren Bereich eben noch ziemlich gravierende Rohbauänderungen, damit die Batterie zum einen dort reingepasst hat, zum zweiten, damit sie auch dort drin gehalten hat. Wiegt ja einiges. Ja, und Motorperipherie, wie gesagt, musste angepasst werden. Zum Beispiel die ganze Luftansaugung ist auch komplett neu gemacht worden. Auch anders als bei Mercedes üblich. Man glaubt es kaum, aber die ganze Ansaugluft wird hier durch die Spalte um die Scheinwerfer angesaugt. Und das Ganze musste natürlich neu konstruiert werden. Dann haben wir gemerkt, hat wunderbar funktioniert, war nur ein bisschen zu laut, weil der Motor ja relativ stark ist, ist auch bei der beschleunigten Vorbeifahrt das Drehzahlniveau recht hoch. Und dann mussten wir diese Ansaugschläuche dennoch mit Absorptionen ummanteln, damit wir da wieder ins Ziel gekommen sind. Also für mich selbst weckt es auf jeden Fall mal nostalgische Gefühle, wobei ich normalerweise kein nostalgischer Mensch bin. Aber ich habe bei dem Projekt halt schon viel mehr die Chance gehabt, die direkte Auswirkung dessen, was ich tue, auf den Projektverlauf wahrzunehmen. Viel direkter, als es bei späteren Projekten der Fall war. Also das hat eigentlich die Projekte bei uns immer ausgezeichnet, dass die Projektmannschaft bei Porsche einen Spielraum hatte, einen Verantwortungsspielraum, der eigentlich weder in der Eigenentwicklung noch bei fremden Firmen so üblich war. Und das hat die Sachen so interessant gemacht. Und für mich war es natürlich, das war mein erstes Projekt, was ich als Projektleiter in die Serie gebracht habe. Das vergisst man nie. Da freut man sich jedes Mal, wenn man so ein Fahrzeug nur von Weitem sieht.